Es gibt übrigens gerade das Tamtam Beauty Skincare Set bei Purish mit 3 Produkten von The Ordinary. Richtig schön, die habe ich alle 3 selbst ausgesucht. Ey, und es ist eine Limited Edition. Ich mache es euch mal in die Infobox, bevor es weg ist. Ich habe mich erfolgreich fertig gemacht. Ich habe das Video geschnitten und hochgeladen. Ich habe die Infobox vorbereitet. Die Maya wird das dann später online stellen und das Thumbnail machen. Und ich habe jetzt gerade noch 2 Telefonkonferenzen gehabt. Einmal mit meinem Steuerberater und einmal tatsächlich mit YouTube. Mehr dazu folgte im neuen Jahr. Das ist gar nicht mehr so lange her. Und jetzt kann man voll cool sagen, ey, sehe dich nächstes Jahr. Meine Schwester hat mir heute gesagt, dass sie heute nach Köln fährt, weil sie wieder ins Krankenhaus hier muss zum Arbeiten. Und ich werde mich jetzt umziehen und werde einmal noch mal kurz meinen Körper abduschen und meine Sachen packen. Ich gehe nämlich zu Esra, treffe mich dort mit Ravi bei Esra. Wir haben den Kleinen lange nicht mehr gesehen und dann gehen wir schwimmen. Und zwar mit einer Freundin und ihrem Kind und wir gehen dann so ein bisschen ins Schwimmbad und spielen mit dem Kind und so weiter. Und deswegen muss ich mal kurz unter die Dusche checken, ob alles okay ist. Aber ansonsten, da ins Schwimmbad kann ich euch jetzt natürlich nicht mitnehmen, aber vielleicht ein bisschen. Jedenfalls schauen wir mal, was passieren wird. Genau, mein Video wird heute online kommen. Ich habe übrigens das neue Pomelo Shampoo heute zugeschickt bekommen. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal benutzen werde. Vielleicht nehme ich das auch einfach gleich mit ins Schwimmbad und wasche mir dann danach die Haare, weil die sind so voller Trockenshampoo. Ich habe mein Gesicht ein kleines bisschen geschminkt, weil PMS, ich habe im Moment nicht die schönste Haut. Ich habe hier so große Pickel dieses Mal bekommen. Normalerweise kriege ich nur so ein paar kleine. Aber ich habe so große bekommen. Auf meine Lippen würde ich gerne was Nudefarbenes heute machen, aber geht nicht. Ich darf nicht. Und ja, packen wir mal kurz meine Tasche. Ich habe diesen Korb, den ich einfach jetzt ausleeren werde und dann da meine Sachen reinmachen werde. Yes! Ich habe Wattepads mitgenommen, diesmal nicht die wiederverwendbaren, weil ich das nicht mit dem Schwimmbad nehme. Shampoo und Spülung, ein Parfum. Lavier bei Leclerc. Dann haben wir eine Body Lotion und hier das von Dior, das Life Fresh Renewer Water Mist, weil mein Gesicht dann irgendwann austrocknet und ich dann immer einfach damit drüber sprühe. Und nach dem Schwimmbad ein von Pixi, das probiere ich gerade aus, ein Vitamin C Tonic. Es nervt total, dass das nicht fokussiert. Ich hasse das auch, wenn ich andere Videos gucke und es fokussiert einfach nicht. Und mein Handy. Ich werde noch mein iPad mitnehmen und ich brauche definitiv noch was für meine Lippen. Da nehme ich das von Elizabeth Arden. Finde ich sehr gut für die Lippen. Und mein Nasenspray. So, ich habe den Turbo eingelegt und meine Tasche fertig gepackt. Und hier bin ich. Ich habe wieder diesen Pulli von Roberta an. Der ist sehr chillig so und eine Hose, die habe ich glaube ich mal bei Bershka gekauft und ich ziehe jetzt einfach Boots dazu an, die so ein bisschen höher gehen, damit ich nicht so nackte Beine habe. Aber das war so das Bequemste, was ich jetzt so hatte. Mikrowelle. Und ich fahre jetzt los. Leute, wir haben so schönes Wetter. Wir haben 13 Grad. Die Sonne scheint so schön. Ich freue mich einfach total über dieses Wetter. Ich hoffe auch, dass wenn ich mit meinen Eltern nächste Woche in der Schweiz bin, dass es so wird, wie es letztes Jahr war. Es war einfach traumhaft schön. War das letztes Jahr oder war das das Jahr davor? Es war, glaube ich, das Jahr davor. Wir gehen immer ins selbe Haus. Wir buchen das übrigens immer über Interhome, selbst bezahlt. Wir fahren Schlitten und Ski und sowas. Und ja, ich hoffe, dass wir dasselbe Wetter haben, weil das Mal, wo ich mit meinen Freunden war, da war es wirklich so sehr bewölkt und ja, einfach so trübes Wetter. Und das eine Mal, wo ich mit meinen Eltern da war purer Sonnenschein. Und ich einfach nicht für mich so, ne, aber für meine Mama, weil sie so wenig Urlaub macht im Jahr. Mein Papa ist halt sehr, sehr viel geschäftlich unterwegs und er freut sich halt total zu Hause zu sein, ne, wenn er wieder da ist. Und meine Mama im Gegensatz dazu fährt halt sehr selten weg und deswegen wünsche ich mir immer, wenn sie wegfährt, dass wir das schönste Wetter haben, dass wir das leckerste Essen essen, dass es am schönsten wird und so. Und deswegen, ja, hoffe ich das sehr für sie. Wir fahren, mein Bruder und ich, wir fahren am Montag, am 23. runter nach Baden-Baden und dann fahren wir am 24. alle gemeinsam in die Schweiz und nach Nendor. Ich glaube, das heißt gar nicht Nendor, aber keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber I don't know. Hallo! Hallo! Die ruft mich so an, die sagt so, hallo Sarah! Hallo Schatz! Guck mal alles! Boah, Esra, ich hab dich so vermisst. Ich auch. Wieso bist du so schön? Leute, ich kam erstmal rein, hatte mir so 30 Komplimente haben die mir gemacht. Ja, du siehst voll gut aus. Siehst du aus wie. Was hast du mit Kardashians gesagt? Ich bin in Kämpfen. Aber Papa, ich mag das, wenn du deine Augen schminkst.
Ja, dann möchte ich da ja. Was das auch ist. Ich glaube, wollen was von mir, Leute. Ach ja, deine Lippen sehen voll gut stimmt. aus. Aber jetzt hast du noch einen Lippenstift drauf, ne? Nein, ich darf nicht viel tanzen. Das ist nur das sind nur deine Lippen? Also nur ja, aber das färbt sich noch ein bisschen weg, ne? Das geht noch ein bisschen und du bist anders geschminkt. Aber auch so schön. Du bist weniger geschminkt oder so. Ja, die Augen halt nicht. Oh, Baby. Apropos. Warum habe ich so gute Freunde, Leute? Seid nicht neidisch, ich mach keine Augen. Guck mal, einfach Dings, helle Mischnitte. Ja. Ey, komm mal her! Komm, ey, du musst jetzt auf die Seite ran. Ey, Ravi, komm mal. So, ich mach jetzt kurz. Ich bin ja hier wie zu Hause. Ich mach hier kurz was zu essen, weil Ravi und ich haben Hunger. Ich mach jetzt ein bisschen Rührei mit ein bisschen Würstchen. Und wir haben hier noch Tee und Käse und so. Die Notiz vor der Aufnahme, bevor Tara angefangen hat aufzunehmen, war: Leute, bitte kurz nicht lästern. Ich schwöre, die waren einfach so. Ich so, Moment. So, heute sind wir beim perfekten Dinner bei Esra Pet, bei Tante Influencerin. Bitte mal zeigen. Und in Zusammenarbeit mit Tamtam Beauty ist hier ein ganz exotisch-türkisches Brot. Also was mir richtig gut gefällt, ist natürlich das Brot, weil das ist übrig deutsch. So muss das sein. Und dann ist Ei mit, wie nennt man das immer, Sulut? Ja, Sulut. Sosis. Ist das nicht Sucuk? Nein, Mann, du hast noch nicht Sucuk gegessen. Naja, die Türken, weiß ich nicht, was. Nein, Mann, also geht's nur. Naja, auf jeden Fall, dafür gibt es natürlich einen deftigen Punkteabzug wegen... Aber vom Geschmack her gefällt es mir sehr gut. Ästhetisch ist es natürlich nicht gut präsentiert, ne? Aber was erwartet man da auch von diesen ganzen Influencern? Ne? Die sehen ja nur in ihrem Profil sehen die gut aus. Da steht die gut. Hey, du bist die schönste Frau der Welt. So. Oh, Richard, weiter. Deswegen gibt es leider nur 3,5. Richtiger Richard. Also ich finde auch nicht aus wie richtiger Richard. Du bist auch ein Richard. 3,5. So richtig Richard-mäßig. Oh mein Gott, ich koste. Schaukisel, hab ich gesagt. Hi! Einfach winken. Ich bin zurück aus dem Schwimmbad, wie man sieht. Und eigentlich dachte ich, dass es ein chilliger Abend wird. Aber ein befreundetes Paar hat Good News. Also treffen wir uns zum Essen. Und ja, Lama ist auch schon auf dem Weg. Sie ist auch fast da. Mein Bruder kommt auch, Freunde kommen auch, also wir sind eine Menge Leute. Und zwar in, ich weiß nicht, 45 Minuten oder so. Und meine Haare sind noch klitschnass, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich benutze hier immer den Dior Primer in der letzten Zeit und finde den ganz gut. Ich werde heute Abend Givenchy Make-up zur Abwechslung nehmen. Normalerweise benutze ich ja die Chanel Vita Lumière Foundation, aber meine Haut ist im Moment nicht ganz so makellos. Also benutze ich die Guerlain L'Essentiel Foundation. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit darüber nachdenke, welchen Lippenstift ich heute trage, obwohl ich gar keinen Lippenstift tragen soll. Also ich soll so 3-4 Tage auf ja, Lippenstifte und sowas verzichten. Das Ganze sieht jetzt auch schon ein bisschen trockener aus. Es fällt ja dann auch ab, hier diese Kruste, und dann sieht man das wahre Ergebnis nach ein paar Tagen. Ihr verfolgt mich ja, ne? Deswegen werdet ihr das Ergebnis ja auch alles sehen. Now it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning. Alright, ich bin fertig. Ich habe die ganze Zeit YouTube-Videos geguckt auf meinem iPad, aber ich mache das jetzt aus und gehe mir schnell die Haare machen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meinen Anfang für mein YouTube-Video gelöscht habe. So schön war der Anfang. Es war so ganz früh am Morgen, es war noch dunkel, ich habe den Weihnachtsbaum angemacht und jetzt ist einfach alles weg. Super. So Leute, ich verlasse euch jetzt. Ich habe nur ganz kurz mein Outfit. Meine Hose ist von Naked, meine Schuhe sind von Stuart Weitzmann. Meine Jacke ist von Mango, allerdings habe ich sie bei Zalando gekauft. Die Jacke hier ist von Naked und das Oberteil hier drunter ist von Shein. Und ich werde jetzt losgehen. Meine Schwester sitzt schon im Noah und wartet auf mich.
Und ich werde jetzt losrennen, damit sie nicht alleine ist. Deswegen, ich lasse heute die Kamera da. Sollte ich irgendwelche Aufnahmen machen, mache ich sie mit dem Handy. Deswegen entschuldigt die Quali. Aber ich habe keine Lust, die Kamera mitzuschleppen, ehrlich gesagt. Und ich habe so einen sehr, sehr simplen Make-up-Look. Ganz schnell geschminkt. Guten Morgen. Es ist super spät. Ich war gestern erst um 2 Uhr zu Hause oder so. Meine Schwester und mein Bruder waren mit mir auch und ganz viele Freunde. Und dann kam ich nach Hause und konnte gar nicht einschlafen. Ganz schlimm. Ich hasse sowas. Ja, ich bin sehr schlecht im spät einschlafen und war immer so ein Loser darin. Meine ganzen Cousins und Cousinen haben immer zu mir gesagt, oh, mit dir kann man gar nichts anfangen abends. Früher ungelogen. Und früher bedeutet nicht lang. Da war ich vielleicht auch 18, 19, 20, 21 so. Ich konnte vielleicht bis 9, halb 10 spätestens wach bleiben. Mittlerweile kann ich bis um 12. Tada. Eigentlich war der Vlog für heute geplant, also für Freitag. Aber ich finde den zu durcheinander und mir fehlt noch Material. Und ich finde, da ist nicht so viel passiert. Deswegen werde ich für heute einen Style & Talk drehen. Und werde dann das heute schneiden und hochladen und das für Montag lassen. Und ja, Dienstag ist ja auch schon der 24. meine ich. Ja, und dann ist ja auch schon Weihnachten. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Pause. Aber darüber werde ich euch in einem gesonderten Video erzählen. So, ich bin ready. Ich habe jetzt so einen Crop-Top angezogen, mir ein bisschen Schmuck angezogen. Ich laufe nochmal hoch. Meine Lippen, die pellen sich gerade. Und deswegen kann ich im Moment nicht so reden. Seht ihr, wie komisch das direkt aussieht? Das muss ich erstmal hier alles schälen. Guckt, das schält sich und danach sieht die Farbe ganz zart aus. War ja ganz knallrot. Und danach wird es so ein zartes My Lips But Better Ding. Und ich muss jetzt einfach ganz viel immer Balm drauf machen, dann kann ich besser reden. Gleich kommt auch noch Maya. Sie macht die Sweet Monday, die nächste Sweet Monday Verlosung. Oh, die heute online ist. Weil die Gucci-Strumpfhose ist nicht angekommen. Und die haben mir eine Mail geschrieben, dass es jetzt während deren Sale länger dauert. Und dann habe ich denen zurückgeschrieben, ja, wieso stand das dann nicht vorher auf eurer Seite? Weil die haben mit 2 Tage Versand geworben. Und ich habe extra 20 Euro Versand bezahlt, damit das auch noch ankommt, weil die Strumpfhose war einfach überall ausverkauft. Und dann habe ich so viel Versand bezahlt, damit die mir sagen, dass das nicht ankommen wird. So, und jetzt bin ich halt voll pisst. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie reinschreiben soll oder ob ich halt eine gesonderte Verlosung dazu machen soll, ne? Übrigens, ihr werdet sowieso fragen, diese Kette, das hier ist aus dem Irak. Das hat meine Mama mir alles machen lassen. Und das hier habe ich geschenkt bekommen. Also geht mal in so türkische Läden. Zum Beispiel in Köln gibt es die Kolbstraße oder die Weidengasse. Da gibt es ganz viele Goldläden, so türkische, arabische, kurdische. Und die haben immer sowas. Das ist so eine Lira eigentlich. Also so eine Münze nennt man das bei uns. Einfach eine Münze. Und das ist halt das Nazar-Auge. Und die habe ich beide einfach an eine dünne Kette dran gemacht. Die Kette hier ist von Ariana Ernst und das hier ist von Paul Valentine. Das ist Naked, das hier ist Christ, das ist Tintenwerk und das ist, das hatte ich euch schon mal verlinkt. Weiß nicht mehr genau. Dann habe ich einfach einen Mix aus Armbändern, die ich gefunden habe. Die sind alle schon so alt, ich weiß gar nicht mehr, woher die sind. Ja, und das ist das. Ich bin ready, Leute. Fertig gelabert, 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Wow, es ist so bewölkt. Ich war jetzt so viel Sonne gewöhnt die letzten Tage. Das riecht traurig. Ich habe es fertig gedreht. Ich habe übrigens noch was ausgepackt, was ich mitnehmen werde in die Schweiz. Das ist von Alpine, die Sonnencreme mit Kälteschutz, Lichtschutzfaktor 50, weil es ist auch Edelweiß mit drin. Und Zwiebel-Kiefern-Holzextrakt ohne Mikroplastikpartikel. Und dann haben wir noch ein Pflegebad für Babys und Kinder, voll süß. Das werde ich meinem kleinen Neffen mitbringen, aber ich glaube, das kann man auch selbst benutzen, also ganz ehrlich. So, Leute, heute mitmachen. Heute gibt es den fettesten Gewinn. Ja, da ist auch von TamTam Beauty was dabei. Wer ist diese? Tada! Nice. Einfach und überall ausverkaufen, das kriegt einfach niemand mehr. Kann man so stolz sein. Dann hier ein GHD-Glätteisen. Wir haben Paletten. Ich habe meine alte Palette noch mit reingepackt, weil ich noch eine habe und ich dachte mir so, die ist für euch. Obwohl ich echt rumgeier mit den letzten Paletten. Wirklich, ich liebe die. Ein paar Produkte von Kiehl's, das La Vie Est Belle. Wir haben Dior, wir haben Givenchy, wir haben... Und ein Gutschein von Café Bourg kommt gerade. Der ist auch mit drin. Ich habe aber tatsächlich die Strumpfhose immer noch nicht bekommen. Ich bin gerade am Schneiden. Ich wollte hier so fokussieren. Und Maya hat Sweet Monday aufgebaut. Boah, das sieht so fett aus. Das ist so viel. Krass. Junge, 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 Junge. Das ist super schön gemacht. Einfach schön Pyramiden gebaut. Yay, ich habe fertig geschnitten und mein Thumbnail schon gemacht. Guck mal bitte, wie viel das ist. Machen wir ein kurzes Unboxing. Achie und Lana sind gerade hier. Sagt mal Hallo. Hallo. Hi.
Hier ist was von Braun. Es gibt nichts, was ich euch mehr empfehlen kann als ein IPL von Braun. Das erleichtert euch einfach euer Leben. Nilana. In dieser Packung nur Pralinen ohne Alkohol. Vielen, vielen Dank. Eine Auswahl unserer frischen Pralinen. Schön, ich liebe Pralinen und ich hasse Alkohol. Ich habe noch was von Safira bekommen. Die neue Kollektion von Pelican Bay ist raus. Ich freue mich total, weil ich ihren Schmuck tatsächlich fast jeden Tag trage. Zeig doch erst mal. Nein, no. Please. Oh, Manu. Du kannst die Kreuze haben. Ich finde es voll, das sieht voll schön aus. Das hat für mich nichts mit Kreuz zu tun. Nee. Guck mal bitte, wie schön. Wie süß. Ein wunderschönes Armband. Wow. Die macht so schöne Sachen einfach. Da. Kennt ihr noch die Pose 2016 oder 17? Ja! Die ganze Gesichtsversteck kommt jetzt nicht. Maya ist weg. Jetzt Maria. Voll schön hier, Leute. Hallo Leute, ich habe gestern, war Samstag, ich habe gestern einfach den ganzen Tag nicht gevloggt. Ich war nämlich im Phantasialand und heute ist Sonntag und ich wollte euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar, was ich erstmal anhabe, ich habe hier wieder die Hose von Roberto an. Es wird ein bisschen schwabbelig, wenn man sie so ein paar Mal anhatte. Dann habe ich den Oberteil von Intimissimi an. Ich habe das in M, aber es hält es trotzdem ganz gut, so von der Größe her. Die anderen habe ich ja in S. Und ansonsten habe ich die Schlappis an, die ich beim GHD-Event bekommen habe. Und that is it. Ich habe noch neue Schuhe, die ich euch zeigen will. Ich finde die so schön. Das ist die neueste Kollektion von Nike. Und die Schuhe sind ein absoluter Traum. Die sind auch so vom Tragegefühl her. Ich bin gestern Abend damit rumgelaufen hier in der Wohnung. Sehr, sehr bequem. Ich muss noch gucken, dass ich das hier so nach oben... Aber sehr, sehr hübsch. Und dann, ich hatte euch gestern auf Instagram ein paar Umfragen gemacht, fand das voll lustig, habe ich noch diesen Schal hier. Ich habe den einfach online bestellt, der war in diesem Karton. Und der ist auf einer Seite so komplett schwarz und auf der anderen Seite halt grau, wie man sieht. Und das verläuft so, also es ist nicht so durchgängig mit dem Louis Vuitton Monogramm. Ich bin heute bei Freunden eingeladen zum Essen. Oh, ich habe mein Handy eingesperrt. Aber vorher habe ich meine Wärmflaschen-Kooperation auf Instagram. Ich freue mich voll darauf, weil ich in der Hoffnung nämlich, dass wir alle dieselben Wärmflaschen haben. Ich weiß auch nicht, wie ich auf so eine Idee komme. Irgendwie wäre das voll cool, weil das würde uns irgendwie so voll verbinden. Ist gut, Tara, ist gut. Ich habe hier übrigens, guck mal bitte, diese riesengroße Sweet Monday Gewinnbox an. Das ist gigantisch. Das ist eine ganze WMF-Tüte voll. Ich weiß gar nicht, wie ich das verschicken soll. Neu ausprobiert das Givenchy Le Intemporel Serum Essence Global Youth Essence Serum. So sieht das aus. Ich habe das jetzt erst zweimal benutzt. Ja, also noch nicht. Ich kann euch noch nicht sagen, oh mein Gott, ich finde es gut oder oh mein Gott, ich finde es doch nicht gut. Aber im Moment bin ich ziemlich begeistert davon, weil die Foundation da drüber schön aussieht. Meine Nase sieht immer und konturiert in der Kamera aus. Immer. Wenn ich im Spiegel gucke, sieht es nicht so aus. Ganz komisch. So eine wunderschöne Karte. Oh mein Gott. Und hier steht, danke für alles, liebe Tara. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und ein wundervolles neues Jahr 2020. Wir hoffen auf viele weitere Projekte. Elske und Svenja. Perfumes, Givenchy, Wus, irgendwas. Wish you a happy new year. Ich habe noch was bekommen von Givenchy und zwar eine Pearly Glow Lotion. Von der, glaube ich, selben Reihe. Ich verlinke euch die Sachen gerne mal in die Infobox. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wow, das habe ich nicht erwartet. Oh, seht ihr das? Oh, jetzt sieht man es besser. Kennt ihr diese Lavalampen? Daran erinnert mich... Oh, ja, genau daran erinnert mich das. Wow, also wie gesagt, das ist eine Bodylotion. Anti-Fatigue, also Anti-Müdigkeit. Und wahrscheinlich mit ein bisschen Glowy-Mowy. Riecht gut. Übrigens, ich habe die, das war die Kollektion von Pelican Bay. Ich verlinke sie euch in die Infobox, dann könnt ihr sehr gerne mal nachschauen. Mit Safira zusammen, ne? Also, ich weiß nicht, warum hier Sophia draufsteht, aber das wird schon wohl irgendwie einen Grund haben. Jedenfalls sind das die beiden hier ihre Ohrringe. Die Kreuzketten und so werde ich auf jeden Fall verlosen, weil ich habe ja noch... Die Gucci-Strumpfhose ist angekommen.
für die Sweet Monday-Verlosung. Obwohl es gibt keine Sweet Monday-Verlosung mehr. Deswegen wird es eine separate nochmal geben. Alright, das steht jetzt an. Ich ziehe mich mal kurz um und zeige euch mal, was ich jetzt für heute Abend anziehen werde. So, das ist jetzt meine OOTD. Ich werde vielleicht noch irgendwie einen schwarzen Cardigan oder so anziehen, aber ansonsten werde ich einfach so bleiben. Und das hier sind die Schuhe. Voll schön, super bequem und sehr, sehr stylisch. Ich versuche sie zu finden. Die sind relativ, also die sind, glaube ich, seit 2 Wochen oder so erst. Und ich gucke mal, ob ich den irgendwie finde und verlinken kann. Aber das ist mein Outfit. Und wie gesagt, die Strumpfhose werde ich auf Instagram verlosen. Morgen packe ich übrigens meine Sachen für Nenders. Weil wir fahren ja morgen, mein Bruder und ich, schon zu meinen Eltern. Und danach fahren wir übermorgen schon alle in die Schweiz. Ich werde jetzt kurz die Geschenktüten packen für die Mäuse, für die Kleinen. Und dann, hier liegt alles rum. Und dann mache ich mich ready. So, ich habe jetzt was für die Gastgeberin gepackt. Und zwar, hier ist so eine Caudalie-Creme drin. Die, so eine Lifting Feuchtigkeitspflege, dann ist hier ein Augenserum, was für die Haare, hier ist noch eine Maske, dann haben wir unten noch ein anderes Polyserum, dann haben wir ein Make-up, Concealer und so eine Lippenpflege und sowas, also das ist einmal für die Gastgeberin und das ist einmal für die Kiddies. Das teile ich einfach dort auf, weil ich hatte nur so eine Weihnachtstüte jetzt. So, ich habe jetzt meine Kooperation bei den Werbflaschen gemacht. Mich sehr darüber gefreut, die liegen da jetzt noch. Werde das jetzt gleich bearbeiten, Schrift hinzufügen, hochladen und so weiter. Wollte mich aber noch kurz verabschieden. Heute ist Montag, ich werde heute zu meinen Eltern fahren, aber vielleicht könnt ihr auch einfach bei Instagram vorbeischauen, dann seht ihr ein bisschen mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich für morgen wieder einen Vlog habe oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon für eure Treue bei Vlogmas. Es ist nicht nur viel Arbeit, jeden Tag sowas hochzuladen. Das ist auch krass, wenn die Leute dabei bleiben. Also tausend Dank an euch. Und falls doch morgen Vlogmas kommt, ihr wisst ja, Tara ist ein bisschen verplant. Ansonsten sehen wir uns auf Insta und weiterhin natürlich auf YouTube. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage. Erholt euch gut. Und aber vorher sprechen wir uns definitiv noch. Das klingt gerade wie ein blöder Abschied. Also tschüssi.